Ah, wir haben es geschafft. Ich dachte schon, komm. Geil. Läuft. So, das Schloss ist entfernt worden. Dann mal rein in die gute Stube. Kommt schnell, die Türen sind offen. Das hätte ich jetzt nicht gesehen. Boah, die Trollleiche schön. Hier müssen wir uns für eine Weile trennen, meine Freunde. Danke, Belaram. Da ich euch nicht in diese engen Hallen folgen kann. Was? Wieso? Wirst du in die Heimat zurückkehren, Belaram? Nein. Es wäre treulos von mir, Lebewohl zu sagen, solange das Leben von Freunden noch bedroht ist. Ich werde auf eure Rückkehr warten. Vielleicht kann ich verhindern, dass euch Verstärkungen in den Turm folgen. Das wäre schön. Wir sollten uns beeilen. Die Elben gewinnen schon einen Vorsprung. Möge euch allen das Glück hold sein. Dir auch, lieber Belaram. Hau rein, Alter. Wir sehen uns, ne? So, wir können auch mit ihm sprechen. Ja, und wir können auch noch auf den Troll ein. Also du schlägst auf den Troll an und ich spreche mal ein bisschen mit dem Jungen. Möge euch allen das Glück hold sein. Ja, super. Möge euch allen das Glück hold sein. Danke, Belaram. Wollen wir uns hier nochmal umgucken nach Truhen oder meinst du, wir haben alles? Na, hier unten haben wir auf jeden Fall alles. Ich würde dann, wenn, hier vorne nochmal schauen, weil da ist bestimmt was. Boah, das ging gleich schon gut ab hier, ja, muss ich sagen. Das fette Schlacht. Und ich bin das erste Mal gestorben, aber dafür habe ich auch Level abgehabt. Jo, so. Hier ist noch eine Truhe. Siehst du, hat sich doch gelohnt. Dann gehe ich jetzt mal 2 auf Stärke, weil ich möchte wirklich ein bisschen mehr austeilen und noch ein... 2 große Federn. Auf HP. Und ein Arnor-Helm. Der... Oh! Mein Helm hat momentan 20 Rüstung und der Arnor-Helm 40. Das ist schon mal... auf jeden Fall gut. Ich habe jetzt ein neues Setstück von Scharfschütze, falls du es mal brauchst irgendwann. Ja, ich skill jetzt erstmal meine eine Fähigkeit hier fertig. Auf 3. So, bestätigen. Zack. Nice. So. Der gute Panic Knife chillt da unten. That's right. Und hier ist noch eine Truhe. Gegenstände plündern. Große Feder. Nice. Jo, ich habe auch 2 bekommen. Ich habe nur eine bekommen. Tja, Belaram mag nicht mehr. Tut mir leid. Dafür habe ich jetzt aber 2. Ich bin genauso behaart wie ihr. Ja, das stimmt leider sogar. Mann, der... Ich hoffe, der ist genauso faul wie ich. Oh, wie süß. Aber er hat mich gerade schön gekratzt. Jo. So, ich würde mal sagen, die Elben gewinnen wirklich zu viel Vorsprung und man kann die ja, wie 2 kleine Kinder, darf man die nie aus den Augen lassen. Ich würde mal sagen, jetzt begeben wir uns in düstere Umgebungen. Jo. So, Mission abgeschlossen. Es war eine relativ kurze Mission, aber ziemlich viel Gemetzel. Ziemlich nice, ja. So, und weiter geht's. Freunde. Ich glaube, ab hier habe ich nicht mehr... doch, habe ich noch. Ja, für mich ist das komplett blind, für den Panicfly nicht ganz, aber so ziemlich, weil er es von einer ganz langen Zeit gespielt hat, ne? Ja. Turm der Zitadelle. Ah, hier können wir mal wieder was verkaufen und hier ist auch noch eine Truhe. Ja, der Joni wäre mal wieder einfach komplett nach vorne gelaufen. Mö, wo? Truhe? Was? Oh, jetzt habe ich auch noch die Haube des Bogenschützen. Wir könnten auch mal wieder nach Bree reisen, wie ich finde. Denn ich könnte... Ich habe 2x den gleichen Helm und der ist nur für dich. Was hat er denn so für Werte? 35 Rüstung. Ansonsten nichts. Okay, ich habe einen mit 40 Rüstung, aber einen kannst du ja dann mal rübergeben, wenn er nur für mich ist. Und einen verkaufen und einen rübergeben, damit ich einen zum Ersatz habe. Ja, oder du kannst ihn auch verkaufen. Ja. So, ich gucke jetzt hier mal. Ich habe nämlich ein neues Brustharnisch. Oh, danke. Jo. Rüstung des Kriegers. Hohe Qualität, 67 Rüstung und reduziert Abnutzung um 300%. Das ist ja eigentlich ganz geil. Ja, lege ich mal an. Einen neuen Bogen. Oh, nice. Plus 2 Stärke und richtig guten Damage. By the way, Bogen, wie viel hat deiner? Meiner hat Schaden 127 bis 161 und bringt plus 2 Stärke. Gut, sonst hätte ich noch einen für dich gehabt. Kommt aus den Blauen Bergen, also aus deiner Heimat, also muss er gut sein. Eben. So, einen neuen Schild habe ich hier noch. Schilde brauche ich immer nicht. Stiefel habe ich auch die besten. Und Schwerter, was haben die so für... Die haben nicht... Also die sind schon stark, oder? Meine Schwerter sind eigentlich nicht so stark. Also ich habe, was habe ich denn überhaupt? Ich habe ein Einhandschwert mit 2 Stärke und 2 Geschicklichkeit, 28 bis 44 Schaden und eins mit 29 bis 45 und 20 Kraft dazu. Schilder brauchst du auch nicht. Nee, ich würde mal sagen, wir machen einen kurzen Abstecher nach Bree. Können wir noch hier, oder? Moment, 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 Moment. Ich muss noch Sachen verkaufen. Und ich möchte noch ganz kurz, Lehrmeister bist du nicht, oder? Nee, Lehrmeister, das sind die Elben.
Na ja, gut, dann kann ich das ja verkaufen. Die ist eh unwichtig. Die Elbe, meinst du? Warte mal. Hä? Du meinst sie? Ah ja, sie ist ja... Ja, sie ist Lehrmeisterin. Ja, Lehrmeisterin. So, ich verkauf mal. Boah, hier kann ich auch gut viel verkaufen. Zack. Ich muss nur schnell schauen, ob es hier irgend... Oh, 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 oh. Jetzt kommen die überflüssigen Gegenstände. Die überflüssigen? Ach, stimmt ja. Oh, die haben mir gleich mal 1400 gebracht. Ja, nice. Jetzt muss ich noch ganz kurz schauen, was ich hier kaufen kann. Jo, das werde ich auch gleich mal machen. Ich muss jetzt alles kaufen, sonst... Überflüssige Gegenstände. Zack, fortfahren. Geile Armbrust, jo. Auf jeden Fall. Für mich. Ja Leute, diese Shopping-Touren bringen zwar den Spielfluss etwas außer Kontenance, aber sind eben, wie ich finde, einfach notwendig bei so einem Rollenspiel. Was sind Abkühlzeiten? Wie lange, ja, Cooldown, wie lange die Dingsens brauchen, die Fähigkeiten. Weil hier ist eine ganz schön teite Axt für mich. Aber die hat, die sieht halt richtig geil aus, aber die hat weniger, als du mir gegeben hast, allerdings auch nur um einen Punkt. Und die hat verringert was? Die Abkühlzeit. Habe ich jetzt meinen Kurzbogen aus den blauen Bergen verkauft? Das wäre dumm gewesen. Ist besser. So, Kampfhandschuhe nehme ich auch mal mit, die sehen nice aus. Was hat er denn hier? Ein Handschwert. 37 bis 54 aus den blanken blauen Bergen, aber hat nicht so geile Boni. Zwei Hand, ein Hand plus 20 Gesundheit, aber nicht so guten Damage. Schild, zwei Hand, ein Hand. Ja, nichts so Übertriebenes hat er hier, ne? So, dann lass uns doch mal ganz kurz nach Bre zurückkehren und gucken, ob wir dem guten Otto vielleicht noch ein paar Waffen verkaufen können, nachdem wir jetzt alles verkauft haben. Du musst mal bestätigen. Warte auf andere Spieler. Oh. Zurück nach Bre. Ein Abstecher in alte Gefilde. Hier waren wir lange nicht mehr, ne? Und sie hat natürlich nicht mit, also sie muss natürlich nicht zustimmen, sie hat nichts zu sagen. Sie ist die Sklavin, Mann. Sie hat noch keine Rechte zu der Zeit gehabt. Oh, das stimmt schon. Ach ja. Ich hoffe, wir haben keine weiblichen Zuschauer. Bestimmt nicht. Wir haben nur Zwerge als Zuschauer. Schau mal, hier ist wieder dieses blinkende Dings. Was steht hier? Scheint er größer? Viel größer? Das ist einfach, das sind einfach irgendwie nur sinnlose Monologe. Okay. Ja, ich kann noch mal kurz mit einem guten Harley Brombeere schnacken. Vielleicht hat er ja was Neues für uns. Nö, hat er aber nicht. Geht's mit Elmund Buschwald? Jo, auf jeden Fall mal ein paar Sachen reparieren, würde ich sagen. Das Geld habe ich eigentlich dazu. Die Reparaturen? So. So, mein lieber Elmund. Wieder zurück? Was kann Nein, ich jetzt habe ich die Armbrust nicht gekauft, die bessere. Ich habe diese Reliquien gefunden. Die können wir ja mal dem Schmied geben. Diese, ja, Artefakte oder was das da waren. Ich habe diese Materialien in den Ruinen des alten Königreichs gefunden. Ich glaube, daraus könnte man eine prächtige Waffe herstellen. Oh, nice. Gute Waffe. Lass mich mal sehen. Ah, das ist gute Arbeit. Sehr gute. Und wie es aussieht, hast du alles, was du brauchst. Aber ich bin nicht der Richtige für sowas. Ein Zwerg oder ein Elb? Ja, Zwergen haben wir doch da oben, oder? Jo, aber ich lasse erstmal ganz kurz reparieren hier. Ja, ist es ein Schmied da oben? Der Zwerg ist weg. Was? Ach ja, der holt doch die Dingsens. Na super, haben wir hier einen Elben irgendwo? Nur ein Hobbit, glaube ich. Kampfhandschuhe des Bewaffneten. Ich gehe mal zum Hobbit. Oh ne, jetzt habe ich zweimal denselben Bogen, ich Trottel. Naja. Den lasse ich jetzt aber nur einmal reparieren. So, die Schwerter auf jeden Fall mal reparieren. Das lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall. Können die Ringe ab und abnutzen. Ich habe geile Handschuhe zu kaufen. Jo. 21 Rüstung, also ist schon mal besser als meins. Und plus 5 Gesundheit. Okay. Geil. Ich kann auch mal gucken, was ich für Handschuhe habe. Und ich habe eine Armbrust zu kaufen, die einen Slot frei hat. Also Gott sei Dank habe ich gerade die Armbrust nicht gekauft. Hört sich doch sehr nice an. Wo kann man denn, ja, Slots verwenden. Mein da lieber drüben Juni, bei dir. Ist ganz viele Waffen, die du kaufen kannst. Da werde ich doch gleich mal nachgucken. Scheiße, der hat viel Angebot. Adalgar Altböschung. Willkommen. Der hat zweihändige Schwerter, die sind krass gut. Ja, aber ich habe leider auf Zweihandwaffen geskillt. Nicht Zweihandwaffen, meine ich. Magst du Waldläufer? Das haben wir aber schon gefragt, ne? Hier ist ein Ring mit plus 5 Rüstung. Entschuldigung, dass ich dich dort unterbreche, aber das ist ziemlich geil.
So, was hat er denn Schönes? Stiefel des Wachpostens? Nee. Ich werde mir nochmal Beinbekleidung mit einem Slot kaufen. Schulterstücke hat er jetzt aber nicht so nice. Hier hat er auch nichts Besseres für mich. Also für mich hatte er. Plus 1 Geschicklichkeit. Viel besser. Plus 5 Gesundheit ist jetzt aber nicht so nice. Alter, der hat ja eine Menge Bögen. Aber jetzt keinen so overpowerten, also da sind meine noch besser, aber die Waffen sind, glaube ich, hier ganz gut. Einhandschwert, na, das hat keine Boni. Einhandhammer. Einhandhammer? Plus 5 Gesundheit, den könnte man mal nehmen, so ein Morgenstern ist das. Zwergenkeule mit Eisenspitzen. Das bringt's. Könnte ich ja mal so machen, ne? So just for fun. Hol ich mir mal. Ich frage mich mal, wann wir endlich die Slots machen können. Jo, das stimmt. Oder ob wir die nicht schon längst machen können. So, da und dann haben wir noch die Beinrüstung des Wachpostens. Die kann ich mir auch mal holen. Die gehört nämlich auch zu einem Set. So, zack, Beinrüstung. Da gönne ich mir mal die des Wachpostens. Und dann hier... was hast du für einen Schaden? 28 bis 44. Ja, nehme ich mal das. Und hier das. Ah, ich weiß, wir können die Slots schon machen. Wie denn? Geh mal auf deine Gegenstände. Da sind doch immer so Steine. Wo sind, also warte, ich guck grad mal. Gegenstände, ja. Und da sind immer so kleine Kugeln. Elbenstern so des Heimtums, plus 5, ja, okay. Und die ganzen Elbensteine, wenn du da Doppelklick drauf machst, da steht halt unten die Fähigkeit. Und wenn du Doppelklick drauf machst, kannst du das in einen Slot reintun. Okay. Und dann hat deine Rüstung bewirkt es dann quasi. Ich mach das jetzt mal in meine Schuhe. Plus 5 Stärke, zack. Ja, du das Stärke? Geil. Jo. Und Stein verziert, Errungenschaft freigeschalten, nice. Waffenfähigkeiten bewirken Betäubung 100%. Richtig geil. So, dann mache ich hier nochmal plus 5 Geschicklichkeit. Oder nee, 75 kritischer Schaden mache ich mal. Das ist eine Kraftkugel. Ich habe keine verfügbaren Slots mehr. Okay, aber auf jeden Fall habe ich das mal verwendet. Das ist ja ganz nice. Und ich würde mir jetzt mal sagen, jetzt gucken wir noch kurz beim guten Otto vorbei. Ob wir dem Waffen geben können. Und dann geht's auch schon wieder weiter. Also haben wir mal hier mal einen kurzen Zwischenstopp gemacht. Wo geht's denn hier überhaupt lang? Wo geht's zum guten Otto, mein Freund? Ach, hier, ne? Hier ist das tänzende Pony, genau. Muss mich hier erstmal wieder orientieren. Oh, ich wollte gerade hier die Fässer am Eingang kurz schlagen, weil diese aussahen wie Kisten. Übrigens habe ich jetzt hier einen niceen Morgenstern. Passt zwar nicht ganz so zu meinem Assassin-Ding, aber ich glaube, damit kann ich schön Köpfe zerschmettern. Du, bei Assassin's Creed Brotherhood hatten die auch immer Morgensterne bei sich. Ja, okay. Ja. So. Otto, können wir schon mit dir reden oder nicht? Ich spreche mal mit ihm. Willkommen. Ich glaube, immer mehr Leute fangen an zu glauben, dass die Gefahren, vor denen ich gewarnt habe, echt sind. Aber das ist kein Wunder, nachdem die schwarzen Reiter auf unseren Straßen aufgetaucht sind und hier im Gasthof einen Mordversuch unternommen haben. Oh, Mordversuch von schwarzen Reitern hier im Gasthof? Das spielt wohl auf die Szene im Film an von Bilbo Beutling. Ich frage aber trotzdem nochmal nach. Ah ja. Schwarze Reiter sind in Bree eingedrungen. Ja, aber Gerstenmann kann dir wahrscheinlich mehr erzählen als ich. Okay. Dein Preis ist schrecklich, können wir zu ihm sagen. Aber erstmal bringen wir ihm Waffen. So, achso, wir können ihm jetzt alles verkaufen einfach. Aber ich glaube, sein Preis ist nicht so geil. Deswegen lasse ich das jetzt mal. Deswegen sage ich ihm das jetzt auch nochmal ins Gesicht, dass sein Preis scheiße ist. Ich glaube, immer mehr. Ja, haben wir schon gehört. Ich bringe euch Waffen. So. Na gut, da können wir nur dasselbe sagen. Aber ich frage mal den Gerstenmann über dieses Attentat aus. Ja, der gute Aragorn weilt auch nicht mehr unter uns, zumindest nicht mehr in diesem Pub. Und ja, vielleicht kann uns der Gerstenmann mehr über diesen Mordversuch erzählen. Hallo, hallo. Willkommen zurück im tänzelnden Pony. Was kann ich für euch tun? Ja, Streicher ist wohl nicht hier, oder? Ist Streicher nicht mehr in der Stadt? Er hat die Stadt kurz nach ihrer Abreise mit einer Gruppe von Auenland-Hobbits verlassen. Ah, ja. Es kam mir irgendwie ein bisschen seltsam vor, wenn ihr mir diese Bemerkung gestattet. Es waren merkwürdige Leute, diese Hobbits. Also Aragorn ist mit den Hobbits schon los. Merkwürdig? Inwiefern? Naja, zum einen schienen sie in irgendwelchen Schwierigkeiten zu stecken. Noch bevor sie hier aufgetaucht sind, ist dieser schwarz bemäntelte Reiter hier gewesen und hat sich nach Hobbits aus dem Auenland erkundigt.
Hat mir eine Gänsehaut eingejagt, dieser Kerl. Oh. Ein schwarzer Reiter. Was ist aus ihm geworden? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber nach ihm sind noch mehr aufgetaucht. Sie kamen in derselben Nacht in die Stadt wie die Hobbits. Zum Glück hat euer Freund Streicher sie in dieser Nacht versteckt gehalten. Kurz darauf haben 5 von ihnen die Tore niedergerissen und sind heulend wie ein Sturm durch die Stadt geritten. 5 Nazgul waren hier. Als man sie zuletzt gesehen hat, ritten sie nach Osten. Die nach Osten aufgebrochen sind, das sind ja interessante Neuigkeiten. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Gut. Das waren die News von Gerstmann und ich würde mal sagen, wir können wieder los, oder? Aye, aye, Captain. Vorwärts. Ah, ich kann hier auch noch was untersuchen. Gebt acht, was ihr sagt. Bre hat viele Ohren. Mein Zwerg musste nur gerade was fressen. Naja, habe ich gehört.